Na gut. Ganz ruhig. Gleich wird's interessant. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Ein Moment. Sieh mal. Was soll das? Jemand hat eine Stinkbombe geworfen. Nichts wie weg hier. Das war nicht ganz die Reaktion, die ich mir erhofft habe. Naja. Was hast du dir denn davon erhofft? Ich wollte nur die Stimmung ein bisschen auflockern. Ravenclaws können am ersten Schultag etwas nervös sein. Ich bin übrigens Everett. Im Vergleich zu den anderen wirkst du geradezu gelassen. Und du hast einen ziemlichen Höllenritt hinter dir. Ich bin gerne hier. Bereit für den Unterricht. Sehr gut, das freut mich. Es gibt keinen Grund, nervös zu sein. Die meisten Lehrer sind streng, aber fair. Ich meine, nicht alle meine Streiche sind so simpel wie die Stinkbombe. Und ich bin immer noch hier. Sagtest du, die meisten Lehrer sind streng, aber fair? Ha, genau. Aber am besten machst du dir selbst ein Bild. Ich gehe vielleicht manchmal zu weit. Ich sollte abhauen, bevor jemand die Stinkbombe mir zuordnet. Nett, dich kennenzulernen. Ebenfalls, Everett. Ganz ruhig. Ah, hallo. Willst du mal gucken? Bei Tag kann man nicht viel sehen. Außer Sterne wie Sirius, Canopus, Vega und Arctur. Ich bin Amit. Schön, dass du in Ravenclaw bist. Ich kannte bisher niemanden, der einem Drachen so nahe war. Kann ich ehrlich gesagt nicht empfehlen. Schön, dich kennenzulernen, Amit. Du magst also Astronomie? Oh ja, man kann so viel von den Sternen lernen. Außerdem haben die Luft und der Nachthimmel über dem Turm etwas an sich. Etwas Belebendes. Astronomie wird dir gefallen. Professor Shah ist unglaublich bewandert. Ich fürchte, ich bin nicht so gut mit Sternbildern. Hier auf der Erde ist schon genug los. Du solltest wissen, dass alle Fünftklässler Astronomie belegen müssen. Aber nach einer Nacht auf dem Turm wirst du sicher deine Meinung ändern. Ein gutes Teleskop zeigt dir Dinge, von denen du nie geträumt hast. Dann sehen wir uns wohl im Unterricht. Ja, apropos, ich muss zu meiner ersten Stunde in diesem Jahr. Es geht doch nichts über den Geruch von frischem Pergament. Wir sehen uns! Die richtige Stelle ist? Ich will, dass er an einem perfekten Ort ist. Einem Ort, an dem er glücklich ist. Aber ich finde ihn nicht. Knifflige Koboldsteine! Ich will, dass er hier gedeiht. Knifflige Koboldsteine? Das ist ein Spruch von mir. Ich habe diesen Diptam-Setzling mitgebracht und will, dass er sich wohlfühlt. Diptam ist erstaunlich, nicht wahr? So klein und doch so viel Heilkraft. Wie du siehst, habe ich was für Pflanzen übrig. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Samantha. Freut mich, Samantha. Verwendet man Diptam für den Megapower-Trank? Ja. Sieht aus, als hätte sich jemand ausgiebig mit Trankherstellung beschäftigt. Eigentlich hat mir Professor Fake vom Megapower-Trank erzählt. Natürlich. Ich habe gehört, dass du bei ihm gelernt hast. Fick ist ein Mysterium. Er lehrt Theorie, scheint aber viel über praktische Magie zu wissen. Professor Fick weiß eine Menge über verschiedene Arten von Magie. Ich hoffe, er hat dir nicht nur vom Mega-Power-Trank erzählt. Du hast bestimmt viel nachzuholen. Hat mich sehr gefreut, Samantha. Viel Glück mit deinem Diptam. Danke. Und auch dir viel Glück an deinem ersten Tag. Hallo. Neue Ravenclaw. Professor Weasley wartet auf dich. Beeil dich.
zu spät mit der Schule anfangen. Guten Morgen! Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Hier lang. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Wirken Sie doch mal Revelio auf diese Büste. Mal sehen, was das Handbuch darüber berichtet. Revelio. Raffiniert, nicht? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Bloß nicht trödeln, Sie haben noch Unterricht. Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle.
Und da wären wir. Eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Von der Haupthalle aus gelangen Sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat der Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Es tut mir leid, Professor, aber ich fürchte, das ist alles. Professor Figge hat fast dasselbe gesagt. Wenn man vom Teufel spricht. Professor Figge, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja. Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Sind Sie da etwa Professor Weasleys Verhör bezüglich unserer verspäteten Ankunft ausgewichen? Ich habe mein Bestes versucht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie ahnt, dass wir nicht ganz ehrlich sind. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität Ihres Zeitplans, als Ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexen und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf.
Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Professor Ronan redet gerne viel. Manchmal müssen wir ihn ans Stundenende. Er lachte nur und sagte, lassen Sie sich nirgends. Hier! Hinter dir! Hier ist noch ein Platz frei. Danke. Hallo, ich bin Natti. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du denn Professor Ronan schon? Beginnen wir? Willkommen im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie in den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Akio! Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht! Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Unein mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach!
Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Stimmt's? Ja! Ja! Warum fängt er nicht unser Neuzugang an? Kurzum, verzaubern Sie die Kugeln mit Accio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Nun stellen Sie es sich wie eine Partie Koboldsteine vor. Aber statt die Murmeln zu werfen, müssen Sie die Murmeln zu sich rufen. Der Trick ist, die Kugel so weit wie möglich zu ziehen. Aber nicht so weit, dass sie fällt. Verstanden? Ich könnte noch Stunden über die Theorie dahinter sprechen, aber Übung macht den Meister. Zeigen Sie es uns. Hier. Sehr gut. Genau so. Wunderbar. Sehr gut. Punkte für Ravenclaw. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Onai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onai, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Konzentration. Das gemacht. Accio. Ausgezeichnete Kontrolle. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. In der Tat. Genug geplappert. Das erfordert Ihre ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alles. Na, dann wollen wir mal. Konzentration!
Genau so wird das gemacht. Gib nicht auf. Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Gut gemacht. Du hast die Niederlage gut weggesteckt. Ich wollte es dir nicht zu leicht machen. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter. Versprochen. Danke, dass du das sagst. Es ist einfach viel auf einmal. Das kann man sagen. Ich weiß noch, wie es mir bei meiner Ankunft ging. Ich bin kurz vor meinem 4. Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Nun, es war nett, mit dir zu reden und sich mit dir zu messen. Ebenso. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. Natürlich kannst du Akio auf Menschen anwenden, wenn du magst. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Naja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Miss Onai ist sehr talentiert. Grämen Sie sich nicht allzu sehr. Schließlich lernt man aus Niederlagen oft am meisten. Natürlich, Professor. Eine spannende Partie. Miss Onai ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass Ihre Professoren Sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Hallo, wie läuft es an deinem ersten Tag? Ist das alles?
Levioso! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wilderer-Razzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und, falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poet? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. So. Nun, probieren wir etwas Größeres. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran, ein überrumpelter Gegner ist ein schwacher Gegner. Gut gemacht. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Das Protego. Kinderspiel. Gute Technik. Ich weiß. Das war Glück. Glück hat damit nichts. Super. Das wenn nur einmal die Schüsse geschickt werden. Ein schönes Glück, weiß ich zu schätzen. Nutzen wir den Basiszauber, wenn ihr gut machen. Super. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Ravenclaw. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiterüben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Na gut, das war genug Aufregung für heute. Wir machen jetzt Schluss. Gute Arbeit. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen eine Expertin. Ich bin übrigens Sebastian Cello. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab.
Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. War es nicht. Sei froh, dass ich mich zurückgehalten habe. Ich verstehe. Dann schuldest du mir jetzt noch ein richtiges Duell. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werd's mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Dann bis bald.